Hallöchen alle zusammen und einen wunderschönen dritten, ich glaube, es ist der dritte, Advent wünsche ich euch allen. Ich habe mir hier, weil ich ja so total unkreativ weihnachtlich dekoriert habe, also eigentlich gar nicht, habe ich gedacht, jetzt wird es mal Zeit. Ich nutze den heutigen Tag und bastel mir ein kleines, wohlbefindliches, weihnachtliches Ambiente. Und ich bastel eine Weihnachtslaterne. Was ihr dafür braucht, ist nicht viel, denn wir benötigen im Endeffekt nur, wartet, 4 Stücke Cardstock für, also für alle, die, ich sag ja immer so schön, ich verlinke euch das Ganze unten in der Infobox, für alle, die nicht wissen, wo die Infobox ist, das ist, wenn da der Titel meines Videos steht, ein klein wenig unten weiter rechts in der Ecke, da ist so ein ganz kleiner Pfeil. Da drückt ihr drauf und dann öffnet sich die Infobox. Da stehen die ganzen Maße drin, weil ich finde meinen Zettel jetzt gerade nicht, wo ich das alles draufgeschrieben habe, was wie groß sein soll. Auf jeden Fall 4 Stücke Cardstock in so einer Größe. Dann brauchen wir ein kleines Quadrat, auch Cardstock. Am besten die gleiche Farbe, muss aber nicht unbedingt. Dann brauchen wir Designpapier, 4 Stücke. Ja, ich habe dann das Ganze nochmal in dieser Variante ausgeschnitten, denn ich möchte euch 2 verschiedene Dinger zeigen, wie man das Ganze schön gestalten kann. Und das fand ich irgendwie auch so richtig schön weihnachtlich und es ist relativ dick, sodass wir hier kein Designpapier benötigen. Als nächstes brauchen wir ein kleines, das ist jetzt optional, ich finde es einfach was schöner, aber es muss nicht unbedingt, Transparentpapier. Das habe ich mir mal gekauft, weil ich wollte mir diese komische Fotobox selber machen. Das liegt jetzt hier schon so eine gefühlte Millionen Ewigkeit hier rum. Und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt benutze das mal. Also ein bisschen hiervon, damit wir die Innenseiten verkleiden können. Und dann habe ich mir hier so Stanzen rausgesucht. Für die eine Variante nehme ich hier meine, ich glaube, die habe ich noch gar nicht gezeigt, ne? Hier, da habe ich hier so kleinen, oh, ist das nicht süß? So eine Rehhirschfamilie. Fand ich total süß weihnachtlich. Die verwende ich jetzt einmal in Kombination mit meinen Sternenstanzen. Und das andere sind natürlich, ne, wie kann es anders sein, meine Schneeflocken. Ich habe mich nämlich schon gewundert, hier gerade bei dieser Schneeflockenstanze, wenn man das ausstanzt, dann hat man so ein richtig schönes Muster. Aber ich habe ja immer nur die einzelnen verwendet, aber im Endeffekt, die kleinen Schneeflocken da, das sieht ja keiner. Ne? Dann habe ich gedacht, komm, dann nimmst du das jetzt mal und verwendest das auf deiner Laterne. Dann eventuell verwende ich auch noch die Schneeflocken, das weiß ich aber nicht, aber Hauptsache Schneeflocken. So, was braucht man noch? Wir brauchen ein Falzbein, natürlich Kleber, ich nehme auch mal Pritt zur Abwechslung und ein Cuttermesser, ganz wichtig, und eine Schneideunterlage. Ja, und dann würde ich sagen, können wir auch schon starten und zwar mit der Falzerei. Und jetzt das Ganze auch mal in scharf. Ja, weil ich gerade gesehen habe, dass die erste Sequenz meines Videos ein wenig unscharf ist, aber ich habe keine Lust, das Ganze nochmal neu zu machen. Also jetzt nehmen wir uns diese länglichen Stücke zurecht, wo wir 4 von haben sollten und falzen jedes Teil bei einem halben Inch an der einen Seite. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir uns das kleine Quadrat zur Hand und falzen hier einmal rundherum ein Viertelinch. Das mache ich aber auf der Seite, weil das einfacher ist. So, also ich mache jetzt einfach weiter mit dieser Variante, denn das andere, beim Versuch das Ganze zu erklären, wie ich das zusammenklebe, das war so unglaublich unverständlich, dass ich das jetzt hier eben schnell mit dieser Variante erkläre. Und zwar als allererstes knicken wir das Ganze hier einmal nach. Am besten mit dem Falzbein nochmal drüber rubbeln, damit die Falz auch schön knaggelig ist, ne? Gerade bei dem Karton, der ist ein bisschen stabiler. So, und dann nehme ich mir das erste und lege das Ganze einmal so hin, dass diese gefalzte Fläche auf der rechten Seite ist. Dann klappe ich das Ganze einmal zu und bringe hier eine bahndoppelseitiges Klebeband an. So, und weil doppelt gemoppelt und bekanntlich besser hält, bringe ich jetzt hier noch eine Bahnflüssigkleber an. Das müsst ihr nicht machen, aber ja, ich mache es halt, ne? So, und jetzt nehmt ihr euch das zweite Stück. Das legt ihr auch wieder so hin, dass diese kleine Mini-Fläche da auf der rechten Seite ist. Dann legt ihr das da an. Und dann, wenn ihr die perfekte Position gefunden habt, klappt ihr das einfach runter. Perfekte Position heißt, dass das wirklich gerade so, jetzt weiß es vom Tisch mehr seht. So, so. Und dann klappt ihr das einfach runter.
und dann habt ihr das hier einmal fest. So, und das gleiche macht ihr jetzt auch mit der nächsten Seite. Also wieder doppelseitiges Klebeband dran, eine Bahn Flüssigkleber, das nächste Teil zuklappen, feste Rücken und mit dem letzten nochmal das gleiche. Und am Ende habt ihr quasi so eine Box, die wir aber an der Ecke hier noch nicht zukleben. Das machen wir erst ganz zum Schluss, damit wir das Ganze jetzt noch schön präparieren können. Präparieren heißt bei dieser Variante, ihr dreht das Ganze einmal um, also dass ihr diese rubbelige Klebefläche dann innen habt. Und dann klebt ihr hier erstmal euer Designpapier drauf. Nächstes nehme ich mir für die Schneeflocken-Variante meine Schneeflockenstanzen und drapiere die irgendwie so, dass ich denke, ja, so sieht das ganz gut aus. Ich weiß zwar irgendwie noch nicht so richtig, wie das aussieht, wenn es ausgestanzt ist, aber hey, das Ganze, ich nehme für die Seite mit den kleinen Rädchen, nehme ich meine einzelnen, einfach weil ich dann besser sehen kann, wo stanzt du, ohne die Rehe zu verdecken. Und hier bei dem Schleifenmuster ist mir das eigentlich vollkommen egal. Das Ganze rolle ich jetzt einmal durch meine Big Shot. Bevor ich das mache, zeige ich euch eben noch die andere Variante. Das ist jetzt auch die Variante, die ihr verwenden könnt, wenn ihr keine Big Shot habt, weil hat ja auch jetzt nicht unbedingt jeder eine Big Shot. Und zwar schneidet einfach ein paar Sterne aus, so als Schablone, oder vielleicht habt ihr auch irgendwas zu Hause rumfliegen, was ihr als Schablone verwenden könnt. Dann malt ihr das einmal mit einem Bleistift rundherum ab und schneidet das Ganze ganz vorsichtig mit einem Cuttermesser aus oder mit der Schere oder was ihr halt gerade zur Hand habt. So sieht das Ganze aus, wenn ihr das durch die Big Shot gerollt habt. Kleiner Tipp am Rande, rollt es einmal vorwärts und einmal zurück. Wenn ihr das nur einmal macht und es hat nicht ganz funktioniert, dann entsteht sowas, wenn ihr versucht, diese kleine Mini-Mini-Mini-Stanze auf den gleichen Fleck zu platzieren. Also bei mir auf jeden Fall. Naja, egal. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Und jetzt kommt das nächste, da ist mir auch so ein kleines Malheur passiert, aber hey, was ist das Leben ohne Malheure? Und zwar hier. Das sind die Sterne, das ist ganz gut geworden eigentlich. Und ich wollte ja unbedingt meine neue Rehstanze ausprobieren. Allerdings hatte ich die halt vorher noch nie durch die Big Shot gerollt und das ist jetzt das Ergebnis. Was ich wohl sagen muss, das hier ist wohl süß. Ne? Also das werde ich wahrscheinlich irgendwo noch verwenden können. Genau wie die ganzen Sterne, die können wir natürlich für irgendwas anderes verwenden. Vielleicht klebe ich die noch zusätzlich da drauf oder so. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken jetzt mal, wie das weitergeht. Ich lasse das hier jetzt auch erstmal so. Also lasst euch hiervon jetzt nicht irritieren. Wir präparieren nur diese Sterne jetzt. Nicht alle, aber ein paar. Hierfür brauchen wir eine Schneideunterlage und ein Cuttermesser. Und jetzt suche ich mir einfach irgendeinen Stern raus, den ich hübsch finde. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich nehme den hier unten. Und jetzt fahre ich quasi einmal so ein Dreieck. Nee, warte, ich male das mal auf. Also ich male jetzt hier. Sieht man das? Weiß ich nicht. Lass mich mal eben in die Kamera gucken. Hast du das jetzt gesehen? Also, diesen kleinen Schlitz hier. Den fahre ich jetzt mit meinem Cuttermesser nach und das gleiche mache ich dann auch bei den anderen Zacken. Und das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass man sich nicht in die Finger schneidet und dass sich die Zacken, die wir da jetzt nachträglich nochmal reinschneiden, nicht irgendwo treffen, weil ansonsten haben wir das ganze Ding ausgeschnitten. Ich male das mal eben auf. Also, hier unten, das sollte sich nicht treffen. Ansonsten einfach alles ganz vorsichtig mit dem Cutter ausschneiden. So, wenn ihr alle Sterne präpariert habt, die ihr präparieren wolltet, ich habe jetzt nur drei gemacht, weil ich hatte irgendwie keinen Bock mehr, dann seht ihr, wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte man nur hier diese kleinen Ecken hochklappen können. Ich zeige euch das jetzt gleich mal von der Seite, weil ich glaube, das kommt im Video gar nicht so gut. So, sieht man das? Auch nicht besser, ne? Naja, auf jeden Fall sieht das ganz schön aus, hat einen schönen Effekt. Dann sind wir soweit und wir können uns unser Transparentpapier zur Hand nehmen, denn wir müssen die Innenseiten natürlich jetzt noch so ein kleines bisschen verkleben, damit man nicht direkt so ins Innere gucken kann, sondern dass das Ganze auch so ein Laternen-Effekt hat. Ne? Das bedeutet für uns, wir kleben das Ganze jetzt einfach so Pi mal Daumen einmal hier so drüber. Am besten mit ja, Prittstift oder so, dass ihr auch schön hier an die Ränder kommt. Ja, dann würde ich sagen, kleben wir mal.
Wenn ich hier den Kleber angebracht habe, wie ihr jetzt seht, einmal querbeet, dann lege ich mir einfach mein Transparentpapier einmal hier so drauf. Rubbel da ordentlich drüber, dass sich der Kleber auch noch so ein bisschen verteilt. Natürlich könnt ihr euch das Ganze auch vorher schon irgendwie zurechtschneiden oder so. Ich habe da allerdings nicht so die Böcke drauf, weil das dauert mir einfach zu lange. Deswegen mache ich das Ganze einmal so. Und dann nehme ich mir mein Cuttermesser oder halt eine Schere, weil ich habe ja nicht bis zum Rand geklebt. Und dann kann ich mir das Ganze einmal hier ganz vorsichtig abtrennen. Ich könnte das auch so umklappen oder so. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt könnt ihr die Dinger hier nochmal so ein bisschen hochklappen. Und dann ist quasi der erste Teil eurer Laterne auch schon fertig. Das Ganze macht ihr natürlich jetzt mit dem restlichen Hintergrund und bei der anderen Laterne natürlich auch. So sieht das Ganze aus, wenn ich das mit Transparentpapier ausgekleidet habe. Ja, ein bisschen verrupft irgendwie, aber ich habe gedacht, komm, eigentlich könnte das auch gehen, wenn ich einfach so jede einzelne festklebe. Da habe ich ein bisschen Papier gespart, habe ich gedacht. Ich glaube aber nicht, dass sich das so viel gibt. So, außer dass es ein bisschen mehr Arbeit ist. So, jetzt sind wir auch schon in den letzten Zügen von dem Grundgerüst. Und zwar klappen wir jetzt hier diese eine Seite um, die wir noch übrig haben, weil wir müssen das Ganze ja auch zu einer Laterne, transformieren. Also bringe ich hier Kleber an, ob ihr das jetzt auch wieder mit doppelseitigem Klebeband macht oder einfach nur mit Kleber, das ist euch überlassen. Und dann klappe ich das Ganze an den mittleren Falz einmal über, sodass sich das Ganze hier trifft. Das ist das Ergebnis. Das ist unsere bis jetzt halbfertige Laterne. Was jetzt noch fehlt, sind unsere kleinen, wie nennt man das? Sockel, wo wir das Ganze draufstellen, damit das nicht so aussieht. Und hierfür nehmen wir uns die gefalzten Quadrate und knicken einmal hier rundherum die Falzlinien nach. Wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir uns eine Schere zur Hand und schnibbeln diesen kleinen Fitzel bis zu der Kante, wo sich beide Falzlinien treffen, einmal ein, dass wir hier so ein ganz, ganz kleines Nöppelchen haben, womit wir das Ganze später fixieren können. Wir schneiden das immer an der rechten Seite ein, also wir drehen das Ganze und schneiden das hier an der rechten Seite ein, drehen das wieder, an der rechten Seite einschneiden und nochmal drehen und an der rechten Seite einschneiden. So, das ist fertig. Und jetzt verbinden wir das Ganze zu einem, wie nenne ich das Ding denn? Ich nenne es jetzt einfach mal Sockel. Mini-Sockel ohne Sockel. So, bringe ich hier auf diesen kleinen Fitzel ein kleines bisschen Kleber an. Klappe das Ganze einmal so zu und warte, bis es trocken ist. So, hier auch wieder das gleiche. Kleber dran, festdrücken. Natürlich sollte man jetzt nicht unbedingt in den Kleber packen. Wer so Mini-Mini-Glue-Dots hat, das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, die mal zu verwenden. Ich habe aber nur so XXL-Glue-Dots. Deswegen ist das Ganze ein bisschen anstrengender. Hallo Hund? Ja, der musste sich auch mal zu Wort melden. So, fertig ist unser kleiner Minisockel. Und hier können wir jetzt einfach unser Ding draufstellen. Und es bleibt in Form und wir haben halt einfach auch eine schöne, einen schönen Abschluss, damit wir das nicht einfach so, ne, auf unseren Tisch stellen müssen. Das ist eine total süße Tischdeko, wie ich finde. Fällt mir gerade so ein. Ihr könnt das Ganze natürlich jetzt noch verzieren mit ein bisschen Glitzer oder so. Was ich wohl noch erwähnen sollte, wenn ihr da das Ganze beleuchtet, dann bitte nicht mit einer Originalkerze, also mit einer richtigen Kerze, mit einer richtigen Flamme, weil das Ganze könnte natürlich in die Luft gehen. Ich habe hier diese LED-Teelichter gekauft. Ich weiß nur gerade nicht, wo sie sind. Oder ihr packt da eine Lichterkette rein, eine LED-Lichterkette oder so. Aber bitte, bitte kein heißes Kerzchen-Teelicht oder was auch immer ihr jetzt denkt, man da reinstellen könnte. Gut, jetzt würde ich sagen, verzieren wir das Ganze noch mit ein bisschen Glitzer. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig dekoriert ist. Ich habe jetzt nicht wirklich viel gemacht. Also im Endeffekt habe ich nur so kleine Sternchen ausgestanzt, habe die da noch draufgeklebt, weil es soll relativ dezent sein. Gerade das hier, das schenke ich meiner Mutter. Ich muss auch sagen, dass es irgendwie gar nicht so scheiße ist hier unten, ne, mit dieser Stanze. Also das habe ich gerade noch gedacht. Aber so kommt das echt gut. Ich meine, das erkennt man jetzt nicht, weil ich habe hier Licht.
falls man das erkennen kann, ja, von oben. Aber das kommt im Video natürlich nicht so gut. Aber, deswegen kann ich es auch eigentlich mal wegtun. Aber so in real life sieht das schon echt cool aus. Also hier sehe ich, also nur noch mal, weil das ist irgendwie im Video alles ein bisschen anstrengend und schwierig. So sieht das Ganze einmal aus. Wie gesagt, es hat wirklich einen ganz tollen Effekt, wenn man das Ganze dann auch im Dunkeln hier auf eine Fensterbank stellt oder so. Ja. Das Ganze könnt ihr natürlich gestalten, wie ihr lustig seid, was ihr zu Hause habt. Ihr könnt da noch Schleifchen draufkleben, ihr könnt stempeln oder alles Mögliche. Eurer Kreativität einfach freien Lauf lassen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Sonntagsbasteln und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Schuckes!